Hallo und willkommen zu Unboxing, und zwar Soul Sacrifice. Oh yeah, Soul Sacrifice. Haha. Ja, ich habe es vorbestellt. Die DLC bekomme ich auch. Na, das habe ich auch. Und ja, was kann ich zu diesem Spiel sagen? Der Hammer, soweit ich einen Trailer gesehen habe. Und ja, der Demo war nicht gerade der Hammer, denn der deutsche Demo habe ich nicht mehr gezockt. Und ja, ich habe nur den japanischen noch gezockt. Und ja, zuerst mal hoppla. Zuerst einmal lesen, was drin steht. Ja, mit großer Macht gehen große Opfer einher. Dabei heißt es, mit großer Macht gibt große Verantwortung von Spider-Man. Okay. Beherrsche die dunkle Kunst der Magie und begib dich auf der epische Abenteuer, um dich selbst aus der Hand eines mächtigen Zauberers zu befreien. Aber sei darauf gefasst, das ultimative Opfer zu bringen. Oh ja, das sind doch ziemlich gut. Opfer dein Körper und deine Seele und gnadenlose Feinde zu besiegen. Boah, ja, ich opfer mich und dann sterbe ich, und was ist der Sinn dran? Nix. Kämpfe in Online-Quests für 4 Spieler an der Seite anderer Helden. Ja, da opfer ich alle. Haha, nur noch ich da. Okay, ja, online habe ich auch mal gespielt. Ziemlich geil. Und ja, das Coverbild ist nur nicht so geil. Die japanische sieht viel besser aus. Oh ja. Okay, na dann werde ich es mal auftun. Wie mache ich es besten auf? So, denn ja. Denn ich mache doch nicht jedes Mal mit meiner Schere auf. Komm schon. Ja. Ja, ich blute. So. Oh ja, jetzt hat's Fingerabdrücke, und zwar ziemlich viele. Okay, dann ja, mal gespannt. Nein, es ist keine Buch, aber... Oh, hoppala, das Code muss ich verbergen. Entschuldigung, Leute, ich muss das Code einfach verbergen. So, aber nun zu das Spiel, ja. So, und zwar... So, Sacrifice. Ab 16 und nicht ab 18. Ja, klar, das Spiel ist natürlich nicht ab 18. Denn man sieht ja keine Titten. Ja, man sieht keine Titten. Ja, man sieht keine Titten, deswegen ist es nicht ab 18. Ach. Mal sehen. Soul Sacrifice. Ist ein guter. Und ja, ab 16 Jahre. Ja, Pass wieder. Also, bevor ich jetzt beende, ja, würde ich noch sagen, ich werde. Ja, so. Also ich werde nicht das Let's Play machen, nein. Ich mache nicht das Let's Play, denn ich habe Akira versprochen, ihr wisst ja, der von Let's Talk, dass er das macht. Ja, er hat mich schon mal angebrüllt und gesagt, ja, wieso hast du Persona 4 Golden gemacht, denn ich wollte es ja machen. Und ja, dann war der, der war nicht stinkesauer, aber der war etwas sauer. Und ja, deswegen hat er gesagt, so Sacrifice mache ich und nicht du. Ja, und deswegen macht er jetzt so Sacrifice. Und bevor ich es beende, spoilere ich noch. Silvarius, das würde dir gefallen. The Secret World, ja. The Secret World mache ich dann noch mit Silvarius. Ich werde seinen Kanal auf den Link, also auf den Beschreibung hinzufügen. Ja, mache ich dann Zocken mit Kumpels The Secret World. Also dann, ciao.